Wir sind hier mitten im Geschehen, haben uns gerade eben noch mit den Franks angelegt, als plötzlich die Polizei aufgetaucht ist und jetzt das Lederbill. Das heißt, wir müssen das, was wir gelernt haben, anwenden, um jetzt astreines Graffiti auf deren Gesichter zu machen. Oh mein Gott. Na du? Willst du ein bisschen? Wir haben doch gar nichts gemacht, wir haben doch nur ein bisschen gespielt. Ich bin ein Cyborg, ihr könnt mich nicht besiegen. Ich glaube, diese Manual Combat Option hat gefehlt. Oh shit, geht los. Ja genau, geh ins Klo rein. So, wo sind überhaupt welche? Müssen wir fliehen? Müssen wir alle besiegen? Warte mal, wir können gucken, wo Points of Interest sind. Okay, da oben ist einer. Vielleicht muss ich auch einfach fliehen, mal schauen. Was geht denn, Relaxo Marshall? Willkommen zurück, neues Spiel kam raus. Großer Fan davon. Okay, da ist Belle. Warte, die werden hier einfach aus dem Boden deployed? Alter, was ist das für eine futuristische Welt? Die werden bestimmt mit so Druckluft, also hier, kennt ihr diese Lego Mars Mission Sets? Wo so kleine Aliens durch so Luftröhren geschossen werden? Ich wette, die werden wie so Rohrpost durch die Gegend gefeuert, wenn die gebraucht werden. Kann ich auch eure Stöckchen nehmen? Ich glaube, es macht legit keinen Sinn, die zu besiegen. Ich glaube, das ist nicht das Ziel. Deshalb gucken wir nochmal auf die Map. Okay, ich sehe schon. Schlägerei sollte nicht das Ziel sein. Manchmal ist die Flucht nach vorn sinnvoller. Was geht? Hast du Biss bei uns? Ich glaube nicht. Ihr habt keine 70 Rap. Mit euch reden wir nicht. Okidoki, ich sehe das Problem. Mit anderen Worten, ich brauche mehr Rap. Man muss jetzt parallel dazu ausweichen. Klasse. Okay, kriegen wir hin. Danke. Finde ich auch, dass das Game nice aussieht. Ich meine, gut, ich habe es nicht gemacht, deshalb war das Danke gerade ein bisschen seltsam, aber... Ich meine, man kann sich auch für sein Spiel Geschmack so loben lassen. Einen Rap. Bei der Stelle weiterhin auf freiem Typ. Aktiviere Türme. Ich habe Angst. Ich habe Angst, weil ich noch nicht gelernt habe, wie man speichert. Oh mein Gott, diese Dinger. Diese fucking Dinger. Oh mein Gott. Was ist das? Kann ich sie grinden? Ja, ich werd gleich gefangen. What the fuck? Holy shit, ich war mit einem Fuß im Knast. Aber ich kann die nicht grinden. Es gab nämlich den Boss in Jet Set Radio Future, der so funktioniert hat. Dass man die Arme des Robocops grinden musste. Was mache ich denn das jetzt? Ich muss noch Spots finden. Da ist ein Spot, aber da komme ich nicht ran. Da oben sind noch Spots. Ich muss irgendwie versuchen, höher zu kommen. Eventuell kommt später das Sam-Video, aber das dauert doch noch ein bisschen, oder? Ich komm da nicht ran, ich komm nicht nach da oben. Unchain me! Alter, die sind überall, what the fuck? Okay, ich glaube, jetzt habe ich die Lösung gefunden, so. Es ist Zeit! Bam, 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 bam! Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas war da. Sam hat keinen Sponsor mehr. Irgendwas ist passiert. Ich meine, man muss nicht alles wissen und ich verstehe auch, dass Leute da nicht drüber reden wollen. Oder es nicht dürfen. Aber dann G20. Weil so Sachen wie vertragliche Obligationen und sowas existiert. Ich meine, wir als Ahead in Time Fans wissen ja, was es mit vertraglicher Vertragshaltung zu tun hat. Meine Güte. Ich hab wirklich Angst, was passiert, wenn ich da reingesogen werde. Das Ding ist halt lange kein Inhalt, obwohl Shadow Shield ist. Da haben sie mal reingesetzt.
Ach so, nur dieses Mal. Ich dachte generell, wäre das jetzt halt gegessen. Zwisch. Los, so. Okay, anscheinend, wenn ich den Boost-Knopf drücke, kann ich ausbrechen. So, da würde ich gerne nach oben. Es wäre halt echt cool, wenn ich die benutzen könnte. Boah, ich kann das gerade voll schwer zu erklären. Alter! Okay, das war eine Nahtoderfahrung. Jetzt rennen mein fucking Life. Es ist einfach Mecha-Game und Mecha. Das will ich jetzt gar nicht mal so unterstreichen. So kann ich jetzt endlich an der Stelle. Aber ich mag einfach, wie dystopisch das hier ist. Wie kalt. So, hallo. Die Polizei. Klar, es sind noch Menschen. Es sind jetzt keine Roboter so. Es hätten auch Roboter sein können. Theoretisch. Wo kein Personenschaden, wo da keine Moral. Dann ist es halt noch quasi verständbarer, dass wir die hier quasi niederdings. Ich meine, die machen auch nur ihren Job. Wir dürfen halt nicht vergessen, bei aller Korruption, die Leute, die es machen, sind halt auch nur Menschen, die irgendwie ihre Familie ernähren wollen. Alter, kannst du jetzt mal daran? Da ist noch ein kleines Graffiti. Ich weiß gar nicht, wie viel Reputation mir noch fehlt. Kannst du jetzt mal abspringen? Ich mein's ernst. Er springt immer im entsprechenden Moment, ist er angekettet. Und kann nicht springen. Ich raff's nicht. Junge! So, lass mich jetzt. Danke. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab vergessen, den Knopf zu drücken. Ich wünschte, ich könnte irgendwie schneller werden. Kann ich aber anscheinend nicht. Aber Zeit. Alter! What the fuck? Bei Mecha gehen wir zu den Forward Boost. What the fuck, Mann? Vor allem, wie er casually einfach Ketten bricht. Also, ich muss noch lernen, wie man sich dagegen wehrt. Und ich denke jetzt einfach mal, das Game hat Autosave, weil wir leben in 2023 und Spiele zwingen dich nicht mehr manuell zu speichern. Habe ich jetzt genug Rap? Wo kann ich das einsehen? Total Rap? Ich habe noch nicht genug Rap. Ich baue noch ein kleines Pitzchen Rap. Und das ist diese eine kleine, dieses eine kleine Among Us Piece, was mir fehlt. Jetzt lass mich doch endlich daran. Das kann doch nicht angehen. So, wo ist das Ding? Das kleine Kamera-Handy. So, da hinten ist das Ding. Seht ihr es? Ich raff nicht, wie ich da rankommen soll. Ich meine, vielleicht. Es nervt gerade nur noch. Vor allem, weil der eine mich hier ständig beschießt an der Stelle. Es ist so nervig. Endlich. Puh. Nicht so smooth. Leider nicht so smooth. Wie, ich hätte die ganze Zeit weitergekonnt. Ah, wir dürfen jetzt zu denen auf den Spielplatz kommen. Verstehe. Jetzt haben sie die Mauer weggemacht. Okay, dann nicht sie weg aus diesem Teufelsloch. Aber eine Sache muss ich ihn jetzt schon lassen. So nervig das jetzt doch war. Ups, falsche Seite, falsche Seite. Ich habe nicht gehört. Tut mir leid, ich muss doch vorne ablangen. Lass mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Ich habe nichts falsch gemacht. Es ist nicht verboten, beim Skaten am Handy zu sein. Solange ich hier nicht reinkomme, ist alles okay. Es geht.
Was ab? Sie an, Trice und seine Crew. Oh nee, oh mein Gott! Man nennt mich den Flash Prince. Den Flash Prince of Bel Air. Willkommen in meinem Quartier. Macht euch nichts aus den Jungs. Irgendwie müssen sie sich ja unterhalten. Mhm. Prince ist ein Genie, wenn es um Metall und Muskeln geht. Er hat all die Typen hier gebaut. Ich bin der Beste, den es gibt. Immer wenn jemand seinen Arm verliert, kommt er zu mir. Oder in seltenen Fällen. Wenn jemand seinen Verstand verliert. Das heißt, du hast Red seinen Whole World gegeben? Du bist eine Art Vater für mich? Ich erschaffe niemanden neu. Ich setze nur zusammen, was wir hier finden können. Du bist nichts anderes. Ey, du solltest hier sein für den Checkup wiederkommen. Hab keine Beschwerden. Jo, sieht gut aus. Also Prince, ich glaube DJ Cypher hat den Originalkopf zu diesem Körper. Jetzt sind DJ doch. Kannst du uns weiterhelfen? Er geht, er redet. Und ihr wollt noch mehr? Ich gebe euch nichts über DJ Cypher, keine Chance. Der Typ weiß nicht mal, wo sein Kopf ist. Er weiß nicht, wo seine Wurzeln liegen. Ich treffe immer meine Downs. Blechbirne, weißt du auch warum? Diese Beine stammen von einem... Was? Von einem puertorianischen Topspieler. Man muss wissen, wo man herkommt. Red? Red, eine Sekunde, komm mit. Dürfen wir jetzt beispielen? Es gab ja auch ein Beispiel in Jet Set Radio. Death Ball. Kann ich mir den beispielen? Ich wollte gerade sagen, es ist unrealistisch, dass ich den Ball nicht kicken kann. Ob es ein PC-Achievement gibt, wenn ich den Ball in den Korb kicke? Joink. Boah, diese fucking Chains! Können die bitte von mir runter? Das ist ja mal richtig unangenehm anzusehen. Wobei, es hat auch eine gewisse Bucket-Ästhetik, wenn ihr versteht, was ich meine. Zweiter High-Five. Oh Gott, wir müssen auf den äußeren Ring, gell? Dritter High-Five. Ah, shit. Hier ist ein High-Five-Spot. Das reicht doch nicht. Da muss ich hier wahrscheinlich entweder Herz hier auf oder ich muss hier anfangen. Okay, ich sehe schon, ich muss hier aufhören. Da ist eine. Da oben ist eine. Wiederum, vielleicht muss ich hier doch nicht aufhören. Ah, dieser Boost geht leider nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Versuchen wir es doch mal. Oh Gott. Nein, du sollst doch an der Wand grinden. So ein Käse, Mann. Hey, was soll das? Nummer 1. Nummer 2. Ey, ich hasse es, dieser Dash. Ich frage mich, ob man den upgraden kann. Okay, weißt du was, wenn du uns unsere Infos nicht geben willst, dann nehmen wir halt dein Quartier ein. Dagegen machen kannst du jetzt auch nichts. Ashy Badge. Okay, es scheint ihn nicht zu jucken. Ich weiß nicht, was ihr da hinten vorhat. Aber ich bringe euch nicht zum DJ.
über deinen Kopf, um deinen Kopf zurückzubekommen. Okay, dann gucken, wo sie hin ist. Ah, okay, sie ist einfach nur hier um die Ecke. Dann nichts mehr hinterher. Oh. Wir sind einer von vielen. Sein oder nicht sein? Nichts anderes, ha? Huh? Red. Die Franks. Wir können es mit ihnen aufnehmen. Yeah. Sie hat recht. Wir haben genug Rap. Sie können uns nicht ignorieren. Der Code besagt, dass wir sie für Infos über den DJ herausfordern können. Na dann, los geht's! Oh oh! Baby Ouija Time! Oh mein Gott, da kommt wieder die Crazy! Die Crazy Bitch ist wieder hier! Reed fällt hier! Ich habe den Hauptverdächtigen im Visier! Verstanden! Oh oh, oh oh, oh oh, Mayday, Mayday, Mayday! Alter, ich hasse jetzt, dass die mich jetzt mit den Handschellen konfrontieren. Ohne Mist, ich hab. Es ist nicht so, dass ich Angst habe oder so Platz abkriege, aber dieses Gefühl, einfach abtransportiert zu werden, bevor ich das erste Mal ablebe, ich werde für immer mit dieser Angst leben. So, wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie denn? Hä? Wo kommen denn die Handschellen her? Ich dachte, sie ist ja irgendwo in der Luft und ich muss sie angreifen. Oh, warte, da ist sie. Bam, 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 boom, boom. Nimm das, jetzt kannst du nämlich nichts mehr sehen, du dumme Kuh. Das hat auch schon beim Captain ge... wie war sein nochmal? Captain Hayabusa? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bei dem Dude aus Future. Mit seiner fucking Cyberspinne. Irgendwas an meinem Combat ist noch ein bisschen clunky. Jo, ich wünsche, ich könnte ihn mit dem Skateboard eins überziehen. Das wäre keiner funny. Aber dann wiederum vielleicht verstößt das gegen die Ehre der Skater. Das. Die Skate-Intensiven sind nur zum Skaten gedacht. Und nicht zum Blutvergießen. Wer weiß, was sie für einen Ehrenkodex haben. Oh, warte, da ist sie. Na, du? Sehen wir uns wieder? Au. Oh, oh. Ja, die Frage ist, ich krieg nicht direkt Leben, wenn ich... Alter, die benutzt besser oder sowas. Das ist nicht fair. Ich schlag dich auch noch mit meinen Händen und Füßen. Spin, spin, spin! Au! Mein Meniskus! Na, hast du genug? Oh, no, 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 no. Nicht begeistert, nicht begeistert. Kann ich sie eigentlich so ins Visier nehmen? Oh, warte, das sind die Kanonen. Wie soll ich mich ihr jetzt nähern, ohne dass sie mich direkt einknastet? Vielleicht ist das so eine Situation wie bei Sonic Spinball. Solange ich mich freimashen kann, habe ich die Chance, rauszukommen. Also muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen, wenn sie sich oder wenn sie mich zu sich zieht. Na dann wiederum, wir wissen es immer erst dann, wenn es passiert. Ich krieg dich. Alter, da wollte ich nicht runter. Ich verliere die einfach aus den Augen.
So, jetzt komm her. Mann, greif doch an! Ich hab das Gefühl, ich hab Delay, aber ich hab kein Delay. Jetzt das. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich habe Delay. Beim Abspringen und sowas. Wussi, ich habe es doch gesehen. Okay, es ist erledigt. Hast du genug? Gehst du nach Hause? Ich schätze, das ist ein Ja. Aber ich glaube, wir haben sie nicht das letzte Mal gesehen. Okay, ich denke mal, die haben sich jetzt zurückgezogen. Es ist Ars-Ars-Time. Alter, die singen ja wirklich Shake That Ass. Bist du jetzt Basketball? Oh, T-Posing. Kann passieren. Der Typ wurde fast geschnappt. Na, was hast du denn? Angst? Ey, lass das. Ich habe auch Gefühle. Jetzt hör mal zu, du Arschlecker. Du erzählst uns jetzt, wo der Typ ist. Oder wir hängen dich da oben an den Fahnenmast. Das ist dein Callout, Prince. Let's go. Wir gewinnen ein Crew Battle und du sagst uns, wo wir den DJ finden. Und wenn wir gewinnen, die ganze Bomb Rush Crew nach meiner Pfeife. Hä? Alter, das sind die Zauberer. Die D&D-Wizards. Die Old Heads. Oh mein Gott, sind das fucking Rentner? Aufgepasst, ihr Grünschnäbel. Es ist an der Zeit, den Konflikt zwischen BRC und Franks für eins und alle Mal zu lösen. You shall not pass. Es gibt nur einen Weg, die bessere Crew zu bestimmen. Mit einem Crew-Battle. Zeigt uns eure Tricks und Kombos. Die Crew mit dem Highscore gewinnt. Ihr habt 2 Minuten. Auf die Plätze. Ich würde aber gerne noch speichern. 3, 2, 1 und los! Oh fuck, das ist direkt shit. Ja, schön, wir haben gelernt, mit dem Manual die Combo zu halten, deshalb. Ah, oh, shit. Ah, wir liegen hinten. Ich würde gerne mehr grinden, bin ich ganz ehrlich. Ich brauche jetzt keine Anrufe, Drive. Ist das dein fucking Ernst? Ey Mann, um deine Punktzahl zu steigern, musst du dich auf den Combo-Multiplayer konzentrieren. Cool, Mann. Kannst du mir das nicht vorher sagen? Wie kann ich den Combo-Multiplayer erhöhen? Ich raff's nicht. Wie mache ich denn mehr Combo? Ich versteh's nicht. Oh mein Gott, ist das dein scheiß Ernst? Treppen. Zu meiner Zeit hätten uns Treppen auch nicht aufgehalten. Wir hätten uns sauber und ordentlich auf die Fresse gelegt. So wie es sich gehört. Ne, im Ernst, ich komm nicht klar. Wir werden so reinscheißen. Wir werden so hart reinscheißen. Und das alles nur, weil ich nicht weiß, wie man ein Combo macht. Wundervoll. Im Ernst? Wann kriege ich Combo? Wo Combo? Übrigens viel Spaß an allen, die im Lurk sind. Also, mir hat verkackt.
cool, Mann. Ihr seid scheiße. Ja, wow, ist okay. Ey, wehe dem, ich hätte manuell speichern machen. Ey, wehe dem, das ist jetzt alles nicht gespeichert. Aufgepasst, ich bin schnell. Ja. Okay, mit dem soll ich gleich überspringen. Wie mache ich jetzt. Digga, wie mache ich denn jetzt hier irgendwas? Ey, pick doch, Mann! Der schmeißt mich hier fast drauf und dann schmeißt er mich doch nicht drauf. Er ist schon wieder nicht abgesprungen. Ich kack ab. Ich glaube, das ist, wenn ich Tricks mache. Ich glaube, das ist legit, wenn ich Tricks mache. Hä? Gerade eben klappt es einigermaßen. Piss dich. High five, Mann. Ich mach einfach keine Punkte. Kann mir bitte jemand googeln, wie ich Combo mache? Weil das Spiel hat es mir nicht beigebracht. Dumbledore, wobei, warte, doch! Doch, ich erinnere mich! Ich erinnere mich! Wir haben das gelernt! Wir haben gelernt, dass wenn wir uns in die Kurven lesen, kriegen wir Multiplikator. Oh mein Gott! War, jetzt wird ein Schuh draus! Erst mal machen, bevor man meckert. Habe ich recht? Kriegst du mich bitte wieder in die andere Richtung? Das ist zwar ziemlich lame. Aber, ich würde einfach mal sagen, es funktioniert. Erstmal alles auschecken. Ja, ich meine, was erwartet ihr? 25 Sekunden, das ist leider ein bisschen zu knapp, wenn ich ehrlich bin. Ich werde sie auch nicht runterkrachen oder so. Alter! Oh shit, das hätte ich nicht tun sollen. Das hätte ich nicht tun sollen! Ah! Darf ich es neu starten? Darf ich es neu starten, bitte? Bitte, warum gibt es keine Neustartsoption? Bis jetzt zu gehen 5 Sekunden und ich schaffe es nicht. Ey, fick dich doch! Warum falle ich jetzt durch so eine Scheiße? Okay. Das ist leider nicht die richtige Stelle dafür. Ah, theoretisch gesehen könnte ich hier auch ein bisschen was machen. Sollte schon irgendwie hinhauen. Wieso klappt das manchmal und manchmal nicht? Warte, ich verliere meine Kombo nicht, wenn ich runterfahre. Ich sagen. Machen wir einfach weiter. Einfach weiter mit dem Manual. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es. Abgesehen davon, dass ich auf die falsche Seite gesprungen bin. Komm, jetzt machen wir die Achter-Kombo. Wie im Tutorial. Okay, wir kriegen anscheinend nur eine 7er-Kombo. Ich glaube, das ist damit, was ich unendlich machen kann. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dann wiederum, wir machen es gerade unendlich. Hätte ich das halt früher rausgefunden, hätten wir es halt ganz früh geschafft. Der OST von dem Spiel wurde einfach auf die Jet Set Radio Seite gebracht. Es gibt immer noch eine Jet Set Radio Website oder ist das eine Fanseite? Bin ganz ehrlich, es passt halt. In meinem Ordner ist auch, also in meinem Skate-Ordner ist auch ein bisschen Musik, die quasi nicht von Jet Set Radio ist, aber trotzdem diesen Vibe hat. Beziehungsweise von Naganuma ist. Aber halt, es ist so ein buntes Potpourri. Ich meine, Hitler hat auch so eine ähnliche Playlist. Der hat er mir ja gezeigt, als er bei mir war und wir ein bisschen rumgefahren sind. Jo, ich hab die Achter-Kombo! Let's go! Wir erreichen gleich den Integer. 69 vor 20! Ah, knapp verfehlt. 6 Punkte. Keine 69 vor 20. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ist alles oben! Zum dritten Mal! Also, wir haben alles ganz genau ausgezählt und... Ihr gewinnt.
Yo, check it out! Kein Zweifel, Bomb Rush Crew demoniert souverän! Freaks, nehmt eure Basketballer mit, wenn ihr geht. Bomb Rush Crew hat das Crew Battle gewonnen. Nach dem dritten Versuch. Und du hast Popping gelernt. Drücke Shulker zu unten, um zu tanzen. Bullshit! Ihr habt ihr schlachsigen Basketballer gegen diesen Anfänger verloren! Jetzt rück schon raus. Erzähl uns was über den DJ. Ihr bekommt gar nichts. Warum sollten wir auch die Vintage-Fürze da oben hören? Hey, was hast du gerade gesagt? Wen hast du gerade einen Furz genannt? Oh, da sind die Cyber-Dudes. Irgendwas stimmt nicht. Mamma mia. Es ist ein Hirschkäfer. Der Mecker. Alter, die ihre Haare sind ja witzig. Der Master of Disasters hier und bereit mich ein weiteres Mal zu köpfen. Verdammt! Wie ich sehe, brecht ihr schon wieder den Code. Jemand sollte euch Franks zurechtstutzen. Der Code durchdringt alles. Hört, hört. Die Franks sind nicht bereit, ihre Niederlage zu akzeptieren. Aber das Urteil der Old Heads ist endgültig. Ja, Mann, gib's ihm! Zum Ausgleich gehört dieses Territorium jetzt der Bomb Rush Crew. Unsere Abmachung ist damals aufgehoben. Can you dig it? DJ Cyber, das Angebot ist nett. Aber wir haben noch eine offene Rechnung, stimmt's? Erst vor kurzem hatte DJ Saber hier selbst den Code gebrochen. Wir machen alle mal Fehler. Nicht jeder von uns macht so gute Mixtapes, wenn du verstehst, was ich meine. Sagen wir mal so, wir sind bereit, ein Auge zuzudrücken. Wenn du bereit bist, den Kopf meines Freundes hier aus deiner Sammlung zurückzugeben. Keine Sorge, ich hab das im Griff, Mann. Eine fucking Blondine-Armee. Ey, oh Gott, Trice, das hast du nicht verdient. Hey! Lass die Finger von mir! Digi, das kannst du nicht machen! Red, bist du verrückt? Red! Red, so nennt man dich. Digi, ich hab hier das Sagen. In dieser neuen Zeit, ohne die Herrschaft der Big Three, sind die Straßen gesetzlos. Es braucht Ordnung und ich, DJ Cyber, einer der Big Three, kann sagen, dass meine Crew, Futurism, genau das bietet. Du willst also deinen Kopf zurück. Lass mich dich ansehen. Weißt du, seit wir Roboter zum Träumen gebracht haben, haben sich Cybernetics sprunghaft weiterentwickelt. Und es stellt sich heraus, dass das Gehirn viel einfacher zu simulieren ist als dein Körper. Dig it! Dig this! Check das mal aus! Oh no! Ladezeiten! Was geht hier ab? Oh, da ist eine Tür. Die Tür ist noch nicht geöffnet worden. Die Tür ist verschlossen. Was ist das jetzt hier für ein Kingdom Hearts Symbolismus? Ich krieg gerade Major Nier Vibes. Die weiße Stadt aus Nier. Ich habe kein Spiegelbild mehr. Ich bin spiegelbildlos. Schiffchen, ich will Schiffchen fahren. Ja, das Schiffchen oder bewegt sich das nicht? Nee, nur das Wasser bewegt sich. Kann ich hier boosten? Ja, ich kann den boosten. Mach es ein bisschen schneller. Können wir die umnieten? Ja, wir können die umnieten. Es geht vor sich. Und natürlich wurden wir wieder eingeschläfert. Jetzt lernen wir daraus, nehmen keine Cocktails von Fremden an.
Ich glaube, jetzt kommt der Bubatz ins Spiel. Ich habe da so ein Gefühl. Dieser Ort sieht kälter aus, als er sich tatsächlich anfühlt. Ich habe einige dieser Leute schon mal gesehen. Junge, hast du alle Fruchtzweige auf einmal gegessen oder was ist hier los? Willkommen. Dies ist mein Maschinenverstand. Hier bin ich ein Zuschauer deiner Fantasie. Träume sind interessant. Weil du nur träumen kannst. Hast du das hier nicht gesehen? Oder ich hab's nicht gelesen, tut mir leid. Selbst wenn du dich nicht daran erinnern kannst. Schau dich ruhig um. Oh mein Gott, es ist cool hier. Es hat ein bisschen was vom Time Rift. Kann ich hier skaten? Alter, mein Traum-Skateboard. Mein gutes altes Traum-Skateboard. Du lässt mich nie im Stich. Aber das ist cool, weil nur so können wir so einen krassen Shit machen. Boah, fett, Alter. Achso, warte, so ging das. Dick, 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 dick. Läuft, es ist einfach ein Time Rift. Würdest du nicht auch sagen, dass das so eine Art Time Rift ist? Jo! Wir scheißen auf alles! Wir skaten im MC Escher Skatepark! Jetzt ist es einfach 2D Mario. Es hat auch ein bisschen was. Bin ich jetzt tot? Wo bin ich? Es hat ein bisschen was von Sonic Frontiers. Oh oh, ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Fuck. Psychonauts habe ich ja nie gespielt, leider. Wir erinnern uns an das Menü, es sah so ähnlich aus. Danke, wo? Wo lang? Oh, einfach hier runter. Na, wart ihr schon mal in New Amsterdam und habt die falschen Sachen eingeworfen? Ich glaube, dieser Witz wird niemals alt. Ach ja, ich muss ja gar nicht das Skateboard anziehen, um zu wallrun. Ey, wieso spawn ich hier? Jetzt muss ich wieder warten. Bullshit. Ah, na gut, wenigstens kann ich technisch gesehen nicht sterben. Da mein Leben sich ja immer regeneriert. Ich muss ihnen echt dankbar dafür sein, dass ich mein Leben generiert. Also halt einfach nur durch bloße Existenz. Es ist schon echt nervig, immer zu warten, dass die Refill-Cans spawnen. Ich glaube, das Einzige, was ich halt nicht kann mit bloßen Füßen ist... Dingsen. Oh Gott. Oh fuck. Oh, damn. Oh, shit. Okay, alles gut. Komm ich da rüber? Okay, ich komm da rüber. Oh, das ist Zeit zu grinden. Genau, grinden kann ich nicht ohne. Oh mein Gott, wie habe ich das überlebt? Ich lieb's hier. Können wir das bitte auch ins Wohnzimmer oder so haben? Swing, swing, swing. Ich würde sagen, das war's. Level bestanden. Ist noch eine kleine Fanfare und alles wird gut. Alter, die sind auch im Headspace gefangen. Das ist der Alte, das ist Fox. Okay, der Symbolismus kickt. Ich habe diesen Typen schon einmal gesehen. Nicht T-Posen. Muss dem Drang widerstehen zu T-Posen.
Sein Name ist Fox, nicht wahr? Und am Ende des Spiels werden wir einsehen, dass es egal ist, wie wir aussehen und ob wir meinen Kopf wiederfinden. Es zählt nur das, was im Inneren unseres Herzens ist. Oder so. Wir haben genug gesehen. Also, Bonebrush Crew, ihr wollt den Kopf zurück? Nun, ich mache nichts auf Anfrage. Futurism ist derzeit die mächtigste Crew in New Amsterdam. Es wird nicht lange dauern, bis wir All City sind. Wenn ihr ihn so sehr wollt, dann get on my level, ihr Schrubber. Wenn ihr All City werdet, bevor wir es tun, könnt ihr mich ja dazu zwingen, den Kopf zurückzugeben. Die All City! Dass ich nicht lache. Bis dahin könnt ihr die Klappe halten. Wenn ihr wirklich die 5 Bezirke erobert und die ultimativen Writer von New Amsterdam werden könnt, dann könnt ihr mich herausfordern, euch euer Anliegen zu gewähren. Can you dig it? Wird nicht lange dauern, bis wir All City sind. All City? Das Ding macht einfach den Stickbug-Dance. Halt ohne Scheiß, habt ihr es gerade gesehen? Und dass das Spiel ein bisschen Splatoon ist, habe ich auch schon gemerkt. Ich meine, es ist literally Order vs. Chaos. Das ist einfach das, was, wenn Order gewonnen hätte, wäre das der Story-Mode von Splatoon 3 gewesen. Oder das Theme, ich weiß nicht mehr ganz. Yo. Hey, denkt ihr, wir können ihm trauen? Ich hab gesehen, wie er Fox enthauptet hat. Ich weiß nicht. All City ist sowieso unser Ziel. Jede Crew, jeder Writer der Stadt versucht das zu erreichen. So wie ich das sehe, hat All City Macht über die gesamte Stadt und die Crews. DJ Saber mag sich über uns lustig machen, aber wenn wir das schaffen, können wir ihn zwingen, meinen alten Kopf rauszurücken. Ich möchte wissen, wie mir das passiert ist. Wem verdanke ich diesen Körper? Trice, was weißt du über Fox? Er war einer der Big Three. Es ist nicht lange her, dass sie über die Stadt herrschten. Alter, wer ist die dritte Person? Jetzt bin ich neugierig, weil... Guck mal! Ich sehe... Warte mal, ich kann den hier machen, oder? Ja. Pass auf. Das ist der Körper. Und das ist der Helm. Glaubt ihr, dass der mysteriösen dritten Person was passiert ist? Nur so als Idee. Aber ja, die Big Three waren legendäre Writer. Sie wurden zusammen berühmt. Aber selbst einzeln waren sie unschlagbar. Kopf an Kopf, gleich auf, wie Rivalen. Fox hochbegabt, aber schweigsam. Felix, selbstbewusst, immer maskiert. Man sagt, er hat nie ein Boostpack benutzt. Und DJ Cyber selbst. Letztendlich gewann Felix. Jede Ecke, jeder Winkel trug seinen Namen. Sowohl DJ Saber als auch Fox gaben sich geschlagen, als Felix jeden Bezirk abdeckte. Felix wurde All City und damit der beste Writer, den New Amsterdam je gesehen hat. All City. Er hat mich dazu inspiriert, die Bonebrush Crew zu gründen. Und was ist mit ihm passiert? Also mit Felix? Es heißt, dass er am Höhepunkt seiner Berühmtheit erledigt wurde. Natürlich hatte er viele Feinde. Wenn du mich fragst, Fox und der DJ müssen etwas wissen. Klar wird jeder mal ein bisschen aufgemischt, aber wir haben unseren Code. Diese Welt dreht sich einzig und allein um Skills. Wir konkurrieren mit Skill. Wir bringen uns nicht gegenseitig um. Wer diesen Code bricht, macht sich alle anderen zum Feind. Yeah. Genau. Und als Felix verschwand, drehte der DJ Cyber so richtig auf. Ging gegen jeden vor, den er dabei erwischte, den Code zu brechen. Er macht jetzt das Gesetz.
Und all das, während der Felix berühmte Maske trägt. Das passt mir einfach nicht. Also, seine Crew heißt Futurism. Die können ihre Ausrüstung praktisch chemische Kriegsführung betreiben. Man sollte meinen, der DJ wäre mit der Crew schon längst All City. Aber Felix hat eine komplett andere Generation an Writern inspiriert. Crews aus jedem Teil von New Amsterdam bekämpfen jetzt um den Titel. Das schärfste Team ist derzeit Eclipse. Diese Mädels lieben es, Leute rumzukommandieren. Sie sind von Astrologie besessen. Wenn die Sterne günstig stehen, erweitern sie ihr Revier. Eclipse wurde jetzt sogar schon im Millennium Square gesichtet. Man sagt, wer in ihre allsehenden Augen schaut, fällt in einen unendlichen Schlaf. Aber wir, die Bombrush-Crew, haben uns von unseren bescheidenen Anfängen gelöst und Versum Hill ergattert. Die Franks geschlagen, dem DJ gesagt, wo es lang geht und überlebt. Damn. All City, ich kann's spüren. Ich fühl's einfach. Ich werd's tun. Ich will wissen, wer ich war und wo meine Wurzeln liegen. Ich kann es nicht erklären, aber All City, es fühlt sich richtig an. Auch wenn ich mit einem Verrückten verhandeln muss. Der DJ ist mein einziger Anhaltspunkt, Alter. Da hinten blinkt was und ich glaube, ich will's haben. Ich glaube, das ist die Trickdiskette. Warte mal. Denk dran, wir sind eine Crew. Wir bleiben zusammen. Wo du hingehst, da kommen wir auch mit. Wir werden All City. Zusammen als Crew. Yeah. Zusammen. So, darf sie sich jetzt vor dem Kriegsgericht verantworten, diese doofe Kuh? Oder ist das unser Chef? Chefchen. Alter, er sieht gruselig aus. Er sieht aus, als wäre er tot. Das ist der Sir. Was? Teunvogler? Ich meine, ja, das sind Niederländer, das stimmt schon. Sag mal, kann es sein, dass Team Reptile niederländisch ist? Weil das würde einiges erklären. Er macht das genauso gut wie sie, wenn nicht sogar besser. Diese Psychoanalyse zeigt ein sehr aggressives Verhalten gegenüber anderen Vandalen. Er ist sehr motiviert und hat viel Erfahrung in ihrer Welt. Laut unserer Recherche ist er der beste Kandidat für das Programm. Sie, können wir die notwendigen Schritte einleiten? Ja, ich erinnere mich. Toin. Sein Vater war ein guter Offizier. Irene, was denkst du? Ich rate davon ab. Verstehe. Ihr Einwand ist notiert. Setzen Sie Ihre Arbeit fort und starten Sie das Projekt Algo. Servus, Sir. Bitte zwingt mich nicht dazu, seinen Namen auszusprechen. Oh Gott, es ist eine Menge passiert. Wir haben noch 20 Minuten. Ich würde versuchen, dieses Tape zu kriegen, was ich da im Hintergrund der Cutscene gesehen habe. Und noch ein bisschen... Erhalte ich theoretisch gesehen Reputation, wenn ich in der eigenen Base... Ich kann es auf Skateboard wechseln oder dein Skateboard ändern. Jo, okay, ich weiß, was wir jetzt noch tun werden, die letzten 10 Minuten. Wir werden sowas von unser Skateboard editieren. Skateboard wechseln? Eigentlich nicht. Kann ich es editieren? Was habe ich ihm gerade? Ich meine, ich habe ein Skateboard. Und lass auf Skateboard wechseln. Oh, es gibt verschiedene Designs. Oh, wieso denke ich die ganze Zeit, ich habe einfach alles irgendwie die Möglichkeit zu customizen. Oh, warte mal. Ich muss noch mal gucken in die Graffiti Act, weil wir haben ja gelernt, wie das funktioniert. Und zwar muss ich... Ich habe es gerade gesehen. Also wir fangen unten an, machen dann ein Dreieck und gehen dann oben lang. Das würde ich tatsächlich noch mal versuchen. Warte. Tatsache! Jetzt musst du nur noch deine Lieblingsdesigns auswendig lernen.
Oh Gott, das ist ja wie Runen lernen. Das erinnert mich ein bisschen an Dragon's Mark for Death. Und das Magiesystem, wo du auch eigentlich nur farbige Command-Bubbles auswendig lernst. Es fühlte sich legit an wie Magie lernen. Und dann konntest du die auch noch kombinieren. Aber was ich mich frage, jetzt habe ich überhaupt ein Limit dafür, wie viele von diesen Dingern ich tragen kann? Nee, oder? Anscheinend nicht. Und meine Reputation steigt, aber wahrscheinlich ist das in Ort zu Ort unterschiedlich. Ich glaube, wir haben Reputation in jedem einzelnen Gebiet. Ja gut, da, so da oben habe ich das Mixtape gesehen. So, mal gucken, wie wir da hinkommen. Wie komme ich am besten nach da oben? Doppelsprung ist, glaube ich, nicht. Na doch, ich komme so. Nein! Damn it! Übrigens, was ich noch sagen wollte zum Splatoon 3 Final Fest, ist das nicht theoretisch gesehen jetzt das letzte? Sie haben doch vor kurzem irgendwie gezeigt, Mantaro gegen, ich weiß die deutschen Namen gerade nicht, Shiva und Bry, oder wie auch immer sie heißen. Digga, kannst du bitte da hochklettern? Kannst du bitte da hochklettern? Schon mach mich fertig, die drei halt. Ja, aber normalerweise, das war immer das Anzeichen. Letztes Splatfest. Dann wiederum, es muss nichts heißen. Nur weil es in Splatoon 1 das letzte Jahr, das letzte war, heißt es nicht. Oh, super. Heißt es nicht, dass. Oh, das ist ein Design. Das heißt nicht, dass doch das letzte Splatfest von Splatoon 3 sein muss. Auch wenn du jetzt sagst. Auch wenn du jetzt natürlich noch zusätzlich sagst, sammel es doch jetzt endlich ein. Nein, ich wollte hier nicht lang. Ich komme überhaupt nicht zum Reden. Es ist so schlimm. Auf einmal über die Kawaii-Musik. Ja eben, das was in Splatoon 1 gewählt wurde, war ja dann quasi, hatte Auswirkungen auf Splatoon 2, dass es in Splatoon 2 gewählt wurde, hatte Auswirkungen auf Splatoon 3. Wir wissen ja, wie das funktioniert. Sammle jetzt das Ding ein. Ich schwöre, sammle jetzt das Ding ein. Was ist dein Problem? Was ist dein... Boah, ich habe so Bock, jetzt schon in den OST reinzuhören. Ich weiß nicht, ob ich mich dann spoilere für die ganzen guten Tracks. Holy shit, sammel es doch ein! Oder kann ich mich irgendwo hier hochschießen? Oh, warte, vielleicht kann ich mich sogar da hochschießen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich soll dieses Geländer benutzen. Wie kann es sein, dass das Spiel so anfühlt, als hätte ich Delay? Ich verstehe es nicht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, das Spiel hat keinen Delay. Und ich bin einfach nur scheiße. Stop it. Alter, kann ich nicht irgendwie mich festhalten oder so? Es nervt halt richtig. Ich komm nicht höher? Soll ich einfach gehen? Soll ich einfach woanders hingehen? Nee, ich komm da nicht ran. Halt ohne Scheiß. Kannst du vergessen. Was ist, wenn ich das benutze? Du sollst abspringen! Was ist besser?
Ich hasse es, wenn ich Tricks mache. Das ist nicht Future. Ich muss keine Tricks machen, um schneller zu werden. Ich muss einfach nur aufhören, Scheiße zu spielen. Fertig. Also, wo muss ich hin? Es hat halt keinen Sinn, jetzt weiterzumachen, wenn wir nur noch 14 Minuten haben. Hey, Red. Du weißt schon, dass dein Telefon noch mehr zu Nachrichten und Navigation kann, oder? Hier, ich habe dir eine Kamera und eine Galerie freigeschaltet. Jetzt kannst du Bilder abmachen und sie auf Social Media posten. Oh mein Gott, yes. The good old Fotomodus. Auch jedes Spiel heutzutage. Ich mag's, wie die kleine Diskette da unten sich dreht. Hier die Harddisk. Oder warte, vielleicht ist das gar keine Diskette, vielleicht ist das doch so ein Inliner-Ding. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Es ist ein Lesekopf, aber auch gleichzeitig ist es so eine Rolle. Rolle. Ist mein Mikro gerade ausgefallen? Nee, da unten nicht. Don't use Selfie-Mode. Foto-Mode ist okay. Millennium Square ist in dieser Richtung. Folg uns einfach. Hier entlang. Oh yes. Yes, geht jetzt schon ab. Vorwärts. Dann kann ich wieder auf die Inliner wechseln. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde, welches Gefährt ich benutze. Aber kommt schon, ihr wisst ganz genau warum. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist Tretroller. Das wäre auch keiner cool. Ich meine, ihr müsst wissen, ich habe hier in der Nähe einen Skatepark entdeckt. Da macht die Musik zu laut. Sie kommt mir ein bisschen zu laut vor. Nee, ist aber gerade so an der Kotzgrenze, okay. Ich habe Kids gesehen, die so dermaßen ihre Roller durchnehmen. Es ist der Wahnsinn. Eine Karte erhalten. Der Tunnel zum Millennium Square. Komm schon, Red. Okay, was geht ab? Was ist mit dem Selfie-Mode? Was ist schlimm an dem? Kriegt man dann... Läuft instabil. Nur auf der Switch oder generell? Crasht dann die Software? Da ist ja der Millennium Square. Die Mitte der Mitte. Es ist die Verbindung zwischen den Bezirken. Ein echtes Schlachtfeld. Jeder versucht den Namen seiner Crew hier zu haben. Da sind sie schon, die Eclipse. Oh mein Gott, die Astrologie. Eclipse hat den Platz hier gerade fest im Griff. Dann müssen sie in ihr Gewirr zurückdrängen. Lasst uns aufteilen. Rap und sie herausfordern. Easy. Hey, vorwärts. Ich laufe. Bei denen genug Rap, um mitzuhalten. Und High Five! Leider nicht das, was ich wollte, aber ich kann es mir doch nicht nehmen lassen. Hab schon den übel Sneaky Break. Was ist, wenn es hier wieder Wettrennen gibt? Was genau und wie genau musst du selber ausfinden? Okay, dann machen wir es jetzt mal noch nicht. So, jetzt bin ich im Überlegen, ob ich noch eine dritte Folge machen soll oder ob ich es fürs Finale. Also, oder ob ich einfach aufhören soll. Oder ob wir was anderes spielen sollen. Das lasse ich euch jetzt mal gleich entscheiden. Ich könnte noch spielen. Alter, was ist denn nur schon wieder los hier? Ja, das ist mir klar, dass dir das offen ist. Finde ich, ja, haben sich gut. Aber wenn es jetzt quasi ein paar Leute gibt, die das langweilt, jetzt ist so der Punkt, wo ich quasi melden kann. Oder mit einem Wunsch oder sowas. Okay, mach hier. Zack.
Ich habe eins übersehen, leider. Oh mein Gott, wie smooth das auch teilweise läuft. Oh oh, Batterie lässt nach. Oh, dieser Safe. Dass man sich auch so ein bisschen saven kann, finde ich cool. So, mal gucken, hier irgendwo ist auch ein Stromschläger. Zack. Am Netz, alles klar. Dann schauen wir was anderes. Wie gesagt, nur wenn das Spiel nervt, weil ich meine, ist halt schon sehr viel hintereinander. Ich kann sehen, dass das abfacken kann. Dann wiederum, ich glaube, gerade durch die nice Musik ist es vielleicht gut, das im Hintergrund im Lurk zu haben. Ist ja quasi wie Radio. Hm. Oh Gott, komme ich da hoch? Nee, leider nicht. Warte doch, ich komme da hoch. Oh nö! Die Kalkmützen sind schon wieder hier. Können die nicht mal anders doof sein? Verdächtiger, freien Fuß. Och nö. Jetzt spielen wir eine Runde Soings. Wow. Shit. Kann ich da eigentlich rein? Nö. Kann ich hoch? Ich glaube, wenn ich diesen Boost mache, kann ich hier ausbrechen. Ich vermisse so ein bisschen das, die Ziele. Jo, hat da jemand Thorns gesagt? Die Frage ist nur noch, wie viel Reputation brauchen wir eigentlich? Oh Junge. Boah, cool. Oh oh, ich will nicht schon wieder Kettchen tragen. Ich kann auf eure Freundschaftsbändchen verzichten. Edelstein steht mir nicht so. So, wie viel brauche ich? Da oben ist noch einer, aber da komme ich jetzt nicht ran. Hm, hier ist noch eine gute Stelle. Kann ich jetzt nicht? Ah doch. Ah shit, jetzt habe ich schon falsch angefangen. Ich wollte das Niedliche wieder machen. Oh nein, ein Auto, Vorsicht, ein sehr low-poly-Auto kommt an. Ey, ich habe was anderes gemacht. Hm. Dann wiederum das Jelly Grand hat mir besser gefallen. Aber ich wünschte, der Boost würde mir ein ganz kleines bisschen mehr Höhe geben. Und ich sehe auch gerade, meine Zeit ist gleich um. Wahrscheinlich werden wir beim nächsten Mal Jagd aufnehmen. Nö, hier wollte ich nicht hin. Da haben wir ja schon alles eingenommen. Also wahrscheinlich werden wir den Wettbewerb erst beim nächsten Mal angehen, diesen. Genau. Was geht ab? Okay. Was es mit den drei Grazien auf sich hat, erfahren wir beim nächsten Mal bei Bombros Cyberpunk. Bis zum nächsten Mal und tschüssi und ich pass auf, beziehungsweise pass auf, dass ihr nicht verhaftet werdet.